Mit Show-Einlagen von Profis und Übungsanleitungen ist am Sonntag die Street-Workout- und Parkour-Anlage beim Schwimmbad in Arlesheim eingeweiht worden. Die Freude an dieser neuen Anlage ist riesig und wird von gross und klein geteilt. Also wir haben jetzt endlich, nach 2,5 Jahren zwischen der Planung, bis wir eigentlich jetzt alles haben machen können, haben wir darauf geplankt. Mit der ganzen Covid-Geschichte haben wir immer ein bisschen schieben. Wir haben nicht eine offizielle Eröffnung machen und haben jetzt gedacht, jetzt machen wir gerade noch im Herbst das Event, bevor dann der Winter kommt und man nicht mehr so draußen sich aufhalten kann. Die ganze Geschichte ist, das ist vor über 2 Jahren ist das Bedürfnis von den Jungen, sie würden gerne so eine Street-Workout-Anlage haben, weil man es in der Dreiose hat und in Biersfeld hat. Und dann haben wir als Gemeinde mit uns zusammen, mit dem Jugendhaus, haben wir grosse Befragung gemacht. In der Gemeinde, alle Kinder und Jugendliche bis 25. Und es war ein riesiger Rücklauf. Fast 35% haben ihre Fragebögen zurückgeschickt. Und was ist herausgekommen, dass sie eigentlich die ganzen Projekte, die wir vorgeschlagen hatten, dass sie gerne alles hätten. Je nach Alter, je nach Bedürfnis, je nach Interessensgruppe. Und dann haben wir angefangen anpacken. Das erste, was wir gemacht haben letztes Jahr, ist eine Skateranlage. Neu hat man gemacht. Jetzt kurz vor ein paar Wochen hat ja die Pumptrack eröffnet. Und jetzt machen wir noch den Anlass. Es ist noch so ein Tüpfchen auf mich am Schluss, noch die Streetworkout- und Parkour-Anlage, die übrigens einmalig ist in der ganzen Region, weil normalerweise ist es nur ein Streetworkout und wir haben mit Parkour kombiniert. Nach der Umfrage haben wir ja dann mit dem Vertical AG zusammen Workshops gemacht. Und zwar ist man vor Ort anschauen, wo das entstehen soll. Man hat den Kindern und den Jugendlichen erste Vorschläge gebracht und sie haben dann konkret gezeichnet und neue und Erweiterungen eingebracht. Nachher ist der Planer wieder ins Büro und hat das umgesetzt. Und dann hat man sich nochmal getroffen und hat den Kind vorgestellt und noch feine Arbeit gemacht, auf was man noch achten muss. Und die Kinder haben extrem viele Ideen eingebracht. Also unter anderem das, was so schräg hinten ist, was man sieht, liegt an dem, dass die Kleineren gesagt haben, es darf nicht überall gleich hoch sein, sonst kommen wir nicht rauf. Man hat also wirklich versucht, auf das einzugehen. Und da kann ich vielleicht auch noch öffnen, wir haben nicht alles Geld gebraucht. Das heisst, die Jungen dürfen nochmal ein paar Sachen dann ergänzen. Also von wegen partizipativ, wir sind dort gut unterwegs. Also ich glaube, bei der Nutzung dieser Anlage ist es sicher wichtig, dass man Spass hat in erster Linie. Weil falsch machen, das ist wie bei einem Spielplatz. Es ist ein Spielplatz für gross und klein. Man kann immer einen Fehler machen, es kann immer etwas passieren. Aber zum Ausprobieren kann es einmal passieren, oder? Dass man bei einem Sprung von Mühle zu Mühle etwas zu kurz kommt und sich dann weh machen kann. Aber wichtig ist, aufzustehen, vorwärts schauen und weitermachen. Was jetzt dazu kommt, es hat sicher gewisse Schwierigkeiten, die sich mit sich bringen, wenn man so eine Show wie vorher sieht. Und dann darf man einfach nicht probieren, sofort das nachzumachen, sondern Schritt für Schritt sich aufzuarbeiten. Wir haben auch von Linie zu Linie angefangen, einen Präzisionssprung zu üben. Und man wird dann immer selber merken, wo dann seine eigenen Grenzen sind. Wir haben nachgefragt, mit was für Geldern die Anlage finanziert worden ist. Hauptfinanzierung ist natürlich die Gemeinde, die das finanziert hat. Swisslos Sportfonds hat einen grossen Teil daran gegeben, die unterstützen das ja. Und dann haben wir noch private angeschrieben, da sind noch mal fast 10'000 Franken zusammengekommen von verschiedenen kleineren Unternehmen, die uns gesponsert haben. Am 24. Oktober bringt das Theater auf dem Land Arlesheim den Pedro Lenz und den Max Lesser auf die Bühne. Es ist uns wichtig, besonders in diesen Zeiten, Kultur ins Dorf zu bringen. Der Pedro Lenz und der Max Lesser bringen Mittelland. Mit ihrem Stück sind wir zmitzt im Land, zmitzt in der Schweiz. Sie beschreiben das Alltagsleben mit viel Ironie, mit Liebe, mit Heiterkeit und Tiefsinn. Wir danken den Gastgeber am 24. Oktober, also am 8. Uhr im neuen Theater Dornach.
und vergessen Sie Ihre Schutzmaske nicht.